Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tilo Football zum nächsten Stadionvlog. Heute beginnt unsere Reise zum nächsten Zweitligaspiel erneut aus dem stürmischen Sauerland. Ich hoffe, ich bin halbwegs vernünftig zu verstehen. Und unsere Reise führt uns zum SC Paderborn, denn die empfangen heute Fortuna Düsseldorf. Der 8. spielt somit gegen den 5. Beide haben noch durchaus Aufstiegschancen. Vor allem Düsseldorf könnte mit einem Sieg richtig Druck machen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Zudem blicken wir heute mal ganz genau auf das Stadion der Paderborner. Denn da gibt es ja einen neuen Oberrang und da sitzen wir auch. Also, jetzt geht's los Richtung Paderborn. Angekommen in Paderborn und ich bin heute echt mal gespannt auf den neuen Oberrang. Er wurde ja im letzten Heimspiel gegen Fürth eingeweiht, kann man glaube ich so sagen. Und heute zum ersten Mal also für mich da oben drin. Es gibt meistens 3 Reihen, ich glaube manchmal 4, manchmal noch nur 2. Wir sitzen relativ zentral und da bin ich echt mal gespannt, wie das da oben so sein wird. Und da haben wir auch die Home Deluxe Arena. Hier leichter Regen, also nicht ganz so stürmisch wie vorhin bei uns im Sauerland. Ich denke mal, Stadion wird ausverkauft sein. Auch schon einige Düsseldorfer gesehen. Die neuen Treppenhäuser hatte ich euch ja schon mal gezeigt in vorherigen Stadionvlogs. Ich war ja diese Saison schon mindestens 2-mal hier oder sogar 3-mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Und heute müssen wir auch genau in so einem Treppenhaus hoch. Ich finde es echt spannend. Vor allem auch, wie das dann in Sachen Catering gelöst sein wird. Denn auch das müsste eigentlich dann oben sein. Toiletten normalerweise auch. Ah, cool. Und jetzt gehen wir auch direkt mal rein ins Stadion, denn der Regen kommt. Und das brauchen wir nicht. Und jetzt geht's hier also in Eingang 9 die Treppen hoch. Also von hier oben auf jeden Fall schon mal eine schöne Sicht auf den Vorplatz. Da hinten sehen wir auch ein Düsseldorfer Fanmobil. Sicherlich viele Fortunen mit dabei. Denn die können natürlich heute wichtige Zähler im Aufstiegskampf holen. Und hier sind wir. Die blauen LED-Lichter sind auch neu. Und dann ist das also die Sicht von hier oben. Und jetzt suchen wir hier erstmal unseren Platz. Logischerweise alle Stühle neu, alle Treppen neu. Das sieht schon sehr, sehr clean aus. Hier vorne haben wir da eine Scheibe. Ja gut, die Stangen, ist halt immer so eine Sache. Zum Gucken natürlich nicht ganz so geil. Wir gucken jetzt auch direkt davor. Wir sitzen hier in der dritten Reihe, aber schon cool. Wo ich drauf gespannt bin, ist die Richtung da hinten. Da unten haben wir ja den Auswärtsblock von Düsseldorf und darüber kannst du meines Wissens nach auch ganz normal dir die Karten kaufen. Also da kann es sicherlich mal, je nachdem wie das Spiel verläuft und welche Gruppierungen unten so stehen, interessant werden, würde ich mal sagen. Kann ich mir zumindest mal vorstellen, wenn da oben dann andere Fans sitzen, irgendwas runterschmeißen oder sowas. Wird, glaube ich, eine Frage der Zeit sein, bis man da vielleicht mal was machen wird. Vielleicht aber auch nicht. Eigentlich ist ein Paderborn alles friedlich. Aber trotzdem, das finde ich wirklich spannend über dem Auswärtsblock. Generell logischerweise auch die Frage, wie dann auch hier oben so ein bisschen die Stimmung sein wird. Denn wir haben halt hier meistens 3 Reihen. In den Ecken sind auch 4 Reihen. Teilweise mal, ich glaube, da hinten sind 2 Reihen. Und in der Mitte, da die Reihen waren vorher schon da. Also der VIP-Bereich wurde vor einigen Jahren schon mal vergrößert, deswegen da waren vorher schon Reihen. Und die wurden eben jetzt rechts und links ergänzt. Stimmungsmäßig bin ich mal gespannt. Weil man fühlt sich ja schon so ein bisschen wie im VIP-Bereich. Also rein von den Plätzen her, weil du einfach nur so 3-4 Reihen hast. Was auf jeden Fall gelungen ist, finde ich, sind die blauen LEDs. Das macht schon sehr viel her. Das sieht hier oben schon cool aus. Kann man auf jeden Fall machen. Und ich hatte mich ja vorher gefragt, was mit Essen und Trinken, haben wir direkt hinter uns. Da ist ein Catering-Stand, auch Toiletten sind in der Richtung hinter uns. Passt. Und hier sind noch die Toiletten und da gehen wir natürlich jetzt auch mal rein. Ja. Also logischerweise auch hier alles neu. Cool. Und kommst du raus aus der Toilette, hast du direkt diesen Blick. Gut gemacht hier. Echt cool. Und jetzt gehen wir mal direkt von unserem Platz
zum Essen und Trinken. Essenskarte ist hier auf jeden Fall auch die gleiche wie unten mit Bratwurst, Currywurst, Spezialwurst, Pommes, Montaplatte. Also auch hier alles, was man braucht. Natürlich ja jetzt mal eine schöne Bratwurst am Start mit auch ein bisschen Senf. Sollte so auf jeden Fall passen. Die sieht sehr, sehr gut aus. Also auch hier oben gibt es alles, was man braucht. Oh, die schmeckt heute irgendwie besonders gut. Geil, richtig gut durch. Gute Portion Senf drauf. Schick. So kann man doch sonntagsmittags in Paderborn im Stadion sitzen. Wobei, eine Sache fehlt dann doch noch. Getränke. Aber die Wege hier sind ja nicht weit. Also holen wir uns direkt mal ein schönes Bierchen. Und da haben wir die gute Geschichte. Aus Warstein, aus dem Sauerland. Halber Liter Bier. Gibt's natürlich auch hier oben im blauen Scheinwerferlicht. Ich find's cool. Schmeckt auch gut. Und so ist auch dann der Blick hier von der ersten Reihe runter auf die normalen Plätze. Kapazität bleibt übrigens trotzdem bei 15.000. Ich gehe davon aus, dass dann hier in der Ecke um Zeit entweder Sitzplätze hinkommen oder dort nicht mehr so viele stehen wie sonst. Denn die Oberstkapazität darf nicht erhöht werden hier in Paderborn. Und hier oben sind bestimmt, boah, ich kann es schwer schätzen, 2.000 Plätze entstanden, 1.500 bestimmt. Also da passt schon ordentlich was rein. Aber wie gesagt, Grundkapazität bleibt bei 15.000. Also entweder sind da jetzt um Zeit weniger Leute drin oder es kommen da Sitzplätze hin. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Also ich finde sie oben auf jeden Fall cool. Bin wie gesagt auch gespannt auf die Stimmung hier oben. Aber generell auf jeden Fall eine coole Sache, die Paderborn hier hinbekommen hat. Und ja, rein von den Schlangen und sowas natürlich auch nicht ganz so viel los wie unten. Logischerweise, weil ja auch nicht so viele Leute sind. Macht Spaß. Und damit kommen wir jetzt nochmal zum sportlichen Thema heute. Paderborn gegen Düsseldorf. Der SCP hat letzte Woche unentschieden gespielt gegen Osnabrück. Davor hier zu Hause gegen Fürth verloren. Düsseldorf wiederum, zum Jahresauftakt, unentschieden gegen die Hertha. Letzte Woche gegen St. Pauli verloren. Also beide haben erst in der Rückrunde einen Punkt geholt. Trotzdem natürlich kein Dilemma. Beide können aufsteigen und haben auf jeden Fall dort auch noch die Chancen. Düsseldorf aktuell Fünfter. Mit einem Sieg würde man dann auch, einmal mal kurz meine Kicker-Tabelle eins weitermachen, würde man dann auf Platz 5 bleiben. Man wäre aber sehr, sehr nah dran an Platz 2, 3 und 4. Und das wäre natürlich ein wichtiger Schritt. Paderborn wiederum als Tabellenachter mit 28 Punkten. Aktuell punktgleich mit Nürnberg, Karlsruhe und Hannover. Also eine sehr, sehr enge Ausgangssituation, was da auf jeden Fall gerade so abgeht in der zweiten Liga. Wenn Paderborn noch eine Rolle spielen will, dann wäre heute ein Sieg wichtig. Wenn Düsseldorf heute gewinnt, sind sie mittendrin im Aufstiegsrennen. Ich bin sehr gespannt. Unter der Woche Fortuna im Pokal weitergekommen. Packendes Spiel gewesen. Ich habe es am Fernsehen gesehen gegen St. Pauli. Das hat Selbstvertrauen gegeben. Generell Düsseldorf mit einer richtig guten Mannschaft, wie ich finde. Tolle Einzelspieler mit dabei. Auch wenn dort noch ein bisschen die Kaderbreite fehlt. Und da ist eine ordentliche Qualität vorhanden. Mein Tipp ist hier und heute aber ein 2:2 Unentschieden. Da ist Florian Kastenmeier. Unterstützung ist da. Und da ist Böwing, mittlerweile ja Paderborns Nummer 1. Und auch da gibt es logischerweise Applaus. Zweiter Keeper müsste heute Arne Schulz sein, ehemaliger Bielefelder. Eine schöne Portion Pommes, auch nie verkehrt hier in Paderborn. Die sind gut. Und dann kommt die Fortuna. Matthias Zimmermann für die ganze Geschichte an, ist wieder fit. André Hoffmann haben wir dahinter. Und die Stimmung ist gut. Schalker, ich bin sehr gespannt auf Hansen.
Paderborn noch ein klares Plakat. Nein zu Investoren in der DFL. Mal gucken, ob auch hier heute wie gestern in Berlin ein paar Tennisbälle geschmissen werden. Also Düsseldorfer Fans mit einem richtig starken Support bis hierhin. Jetzt geht's los. Hoffentlich mit vielen Toren. Bleibt ihr frei? Nein. Der kommt immer. Ja. 100%? Ja. Der zieht euch ab, schon schnell dahin. Good for the war. Boah. King Zombie, ganz, ganz wichtig. Oh, stark gespielt. Zwölf Minuten sind rum und Paderborn ist jetzt zum Support der Unter. Spielt richtig gut nach vorne mit sehr viel Tempo, mit viel Tiefe und da hat Düsseldorf seine Probleme mit. Oh.
Doppelweg, da war Riesenglück. Da muss natürlich Nimic das 1-3 machen oder nochmal rüberspielen. Gut gespielt, aber die Abschlüsse sind nicht gut genug. Düsseldorf lässt aber auch einiges liegen. In Paderborn und es steht 3-0 für den SCP. Hätte ich nie und niemals gedacht. Vorm Spiel waren noch zwei Paderborner Fans bei mir, die haben gesagt, ja, gegen Düsseldorf waren es oftmals gute Spiele für uns, aber 3-0 zur Pause, eine extrem gute Effektivität und genau die fehlt Düsseldorf. Also es könnte ja auch genauso gut 3-2 stehen. Viele Torchancen mit dabei, genauso wie erhofft. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Hälfte. Zweite Halbzeit läuft. Es gab einen Dreifachwechsel bei Düsseldorf, unter anderem Dennis Jastrzemski mit dabei. Ich meine, der hat schon mal bei Paderborn gespielt. Leider nicht auf Kamera. Düsseldorf mit dem 1-3. Ich glaube, Engel hat was. 49. Minute. Ja, das wäre nochmal spannend jetzt. Kamera wollte gerade nicht, wie ich es wollte. Aber egal. 1-3. Bei dem dreckigen Wetter heute gibt es erstmal einen schönen alkoholfreien Punsch. Auch ohne Weihnachtszeit schmeckt sowas immer richtig gut. Und Düsseldorf nutzt es wieder nicht. Der Ferner. Neuzugang aus Nürnberg. Unterstützung extrem stark heute. Frage, ob abseits oder nicht, aber das Tor zählt erstmal. 2-3. Und das nach 55 Minuten. Es hat schon wieder so leichte Kaiserslautern-Vibes von Düsseldorf. Wahnsinn! Jetzt geht's hier richtig los. Na, wird schon überprüft. Vom Gefühl her, oh, abseits knapp auf jeden Fall. Das dauert schon wieder ewig lang. Also scheint sehr, sehr knapp gewesen zu sein. Entscheidung ist wohl gefallen, zumindest klatschen die Düsseldorfer. Aber das dauert ja ewig. Mann, Mann, Mann. Tor zählt. 2-3. Böwig. Da haben wir doch die Tennisbälle. Man hat ja schon fast drauf gewartet. Gestern war Hertha gegen Hamburg, war dann natürlich nochmal ein ganz anderes Level erreicht mit einer fast halbstündigen Unterbrechung war es, glaube ich, insgesamt. Jetzt werden hier ein paar Tennisbälle geschmissen. Gut, am Ende sollen Proteste was bewirken und auch durchaus stören. Das ist ja auch so gewollt. Und da kommt die nächste Ladung. Das Spiel war gerade wieder angepfiffen. Und dann gibt es wieder ein paar Tennisbälle. Also die
Unterbrechung durch die Tennisbälle hat Paderborn auf jeden Fall ganz gut getan, sind seitdem wieder etwas besser drin und Düsseldorf hat so ein bisschen die Power verloren zu Beginn der zweiten Halbzeit. Einfach Spaß, hier zuzugucken. Viele Tore auf beiden Seiten. Jetzt kurz vor Schluss, aber wir schauen mal. Und es gibt 7 Minuten obendrauf. Also in der Zeit ist auf jeden Fall noch ein bisschen was drin. Mal gucken. Düsseldorf für den Ausgleich. Als Fight. Ein Sieg, liebe Fußballfreunde. Danke, Jungs, für diese Runde. Schande, Martin. Feierabend in Paderborn. Der SCP gewinnt ein intensives, torreiches Duell mit 4:3. Also für mich als eher neutraleren Zuschauer, natürlich mit klarer Sympathie für Paderborn, aber trotzdem mal ein sehr abwechslungsreiches Spiel nach den vielen Druckspielen von Schalke. Und deswegen ganz richtig Spaß gemacht. Erst recht im neuen Oberrang. Also der ist auf jeden Fall gelungen. Stimmungsmäßig auch ein gutes Duell, vor allem Düsseldorf. Richtig starker Auswärtssupport und am Ende hätte man sicherlich einen Punkt mitnehmen können. Man war aber eben nicht so effektiv wie Paderborn. Ich bin gespannt, wie es in beiden Mannschaften im Aufstiegsrennen weitergehen wird. Eure Meinung zum Spiel und zum Blog könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Nächste Woche geht es für mich dann in den hohen Norden nach Kiel. Kiel gegen Schalke, freue ich mich sehr drauf. Und da sehen wir uns auch hier auf Tele Football wieder. Und in dem Sinne, was sage ich, natürlich nochmal gut zum Ende. Boah. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Tonight, what a time to be alive, just you and